Wir sind ja bis ins Halbfinale gekommen, aber mit Training könnte man vielleicht noch mehr rausholen aus der Mannschaft. Es hat jetzt bis ins Halbfinale gereicht, aber wenn man vielleicht Training hätte, könnte man vielleicht auch um die Meisterschaft spielen. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, hatten noch ein, zwei gute Chancen. Wenn wir die reinmachen, steht es vielleicht unentschieden. So sind wir mit einer knappen, war das knapp vorne zur ersten Halbzeit. Haben in der zweiten Halbzeit wieder alles gegeben. Sollte nicht sein. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme damit, dass sie so viel ins 1 gegen 1 gegangen sind. Dribbelstarke Spieler, hatten wir uns nicht so gut drauf eingestellt anscheinend. Hatten ein bisschen Probleme, aber zum Glück konnten wir dann in der zweiten Halbzeit das Blatt wenden. Ich muss meine Emotionen, glaube ich, in der Kabine gleich nochmal freien Lauf lassen. Also im Moment überwältigt von der Stimmung und ich bin einfach überaus glücklich, dass dieses schwere Spiel letztendlich ein Ende genommen hat und wir das Spiel gleich gewonnen haben. Also die haben, glaube ich, nicht erwartet, dass wir vorne drauf gehen und so stark spielen. Und deswegen haben wir die so eigentlich überrascht, dass unser Spiel, wir spielen immer so. Und in der zweiten Halbzeit war das phasenweise auch gut, haben wir auch den Ausgleich gemacht. Aber dann haben wir einfach durch individuelle Fehler und weil wir halt nicht trainieren, Fehler, Tore kassiert, 3 Stück. Das kann man gegen so eine Mannschaft schwer aufholen. Ist machbar, aber schwer. Dass sie schon zum 4. Mal im Finale sind, ist ja schon eine Qualitätssache. Und dass sie das jetzt zum 5. Mal, glaube ich, geschafft haben, spricht halt für sie. Und dass das unsere erste Teilnahme ist, sind wir eigentlich sehr stolz auf uns und auf das, was wir erreicht haben in unserer zweiten Saison in der höchsten Spielklasse in Westfalen, dass wir da bis ins Halbfinale gekommen sind. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, die haben wirklich versucht, alles zu geben. Und tja. Ja, also wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit, uns noch mal ein bisschen auf den Gegner vorzubereiten. Aber ich denke, wir werden einfach unser Spiel durchziehen. Wir wollen unbedingt nach Europa und wir wissen, wie geil das ist, dass jetzt dieses Finale kommt. Ein Spiel noch und dann ist es soweit und wir werden alles tun, um Liria zu schlagen. Wenn wir schon im Finale sind, dann machen wir auch Mission 4 aus 5 klar. Also das ist ganz klar. Wir müssen jetzt den 4. Titel holen und das, was wir heute gezeigt haben, werden wir auch nächste Woche fortführen und ich denke, ich bin guter Dinge, dass die Jungs nächste Woche noch mehr, übernächste Woche mit mehr Power ins Spiel gehen und das Spiel auch entscheiden werden für uns Panthers.